Es war einmal eine kleine LED, die verhielt sich wie eine Funktion mit E. Rückwärts fließt kein Strom wie beim Fahrradventil, vorwärts fließt erst wenig Strom und dann ganz viel. Die LED wollte strahlen in hellem Licht, doch ohne Batterie funktioniert das nicht. Also braucht es noch eine Spannungsquelle, deren Schaltsymbol folgt hier auf die Schnelle. Dazu braucht es noch ein bisschen Draht. Fertig ist das Grundstromquadrat. Grundstromquadrat, Alter, erzähl uns keinen Scheiß. Du meinst doch einen Grundstromkreis. Quadrat oder Kreis, das ist doch egal. Die Leistung muss von der Quelle zur Diode und macht einen Lichtstrahl. Gibt's hier Watt? Fragte die Diode. Klar, so viel ihr wollt. Auf die Anode? Wie viel wollt ihr denn? Fragte die Batterie. Ich hätte 9 oder noch einige Millivolt mehr. Ach, eigentlich brauche ich nur ein paar Milliampere. Ich bin aber eine Spannungsquelle. Ich habe keine Wahl. Die Spannung ist fix. Der Strom ist mir egal. Und so floss der Strom mit einigen Ampere. Die LED schrie vor Schmerz, leuchtete ganz kurz ganz hell und dann nie mehr. Und die Moral von der Geschichte: Vergiss bloß bei der LED den Vorwiderstand nicht.